Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. SPD oder Union? Wer führt die nächste Bundesregierung an? 4 Tage nach der Wahl wird der Fahrplan für die Entscheidung konkreter. Und die Union will sich weiterhin nicht so einfach abhängen lassen. Obwohl als Zweiter ins Ziel eingelaufen, will Spitzenkandidat Armin Laschet mit der FDP und den Grünen über eine gemeinsame Regierung reden. Parallel zu den Gesprächen der SPD mit Liberalen und Grünen in den kommenden Tagen. Alle reden also miteinander, aber was ist wirklich realistisch? Und vor allem, wie stabil und einig ist die Union nach dieser Wahlniederlage? Christine Schweizer. Der Wahlabend im Adenauerhaus. Hier stellt sich das Präsidium der CDU noch demonstrativ hinter Armin Laschet. Doch die Gesichter an diesem Abend sprechen Bände. Die Wahl verloren und doch regieren? Seitdem ringt die CDU mit sich selbst und ihrem Kandidaten. Das Kanzleramt hergeben oder als Wahlverlierer verhandeln? Wie das gehen soll, fragt sich manch einer in der Partei. Und die potenziellen Partner fragen sich heute Mittag noch, mit wem sie bei der Union sprechen sollen. Wenn die dann wissen, wer mit wem reden kann, dann wird das geschehen. Ich hatte den Eindruck, in den letzten Tagen kann man nicht sagen, da weiß man, mit wem man redet und wer die Gruppe ist, mit der man spricht. Das kann sich ja ändern. Im Adenauerhaus hat man sich am Nachmittag sortiert. Das Sondierungsteam steht, 15 Verhandler. Der Parteivorsitzende, der Generalsekretär, die 5 Stellvertreter, der Fraktionschef, 2 Ministerpräsidenten plus Söder mit CSU-Team. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Angebot haben und über dieses Angebot muss man sprechen. Wir haben keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch, aber wir haben ein Angebot. Doch nicht jeder im Präsidium glaubt an einen Verhandlungserfolg. Widerstand gegen Gespräche kommt aus dem Osten. Die herben Wahlverluste schreiben einige hier Laschet zu. Und die CSU stichelt gegen die FDP. Generalsekretär Blume erklärt per Twitter, man hätte schon die ganze Woche sondieren können. Agnes Strack-Zimmermann von der FDP kontert. Freuen Sie sich schon auf die Geburtstagsparty von Edmund Stoiber, die Sie den Gesprächen vorziehen? Kein guter Start für Sondierungen. Die Union steckt in der Klemme. Die einen wollen noch regieren, die anderen sich lieber in der Opposition erneuern. Carsten Lindemann fordert wie Parteivize Spahn einen Generationenwechsel und eine schonungslose Analyse. Wir kommen nicht drum herum, die Basis mehr einzubinden. Die Union muss wieder eine Mitglieder- und Programmpartei werden, wo wir ringen um die Themen, wo wir Debatten führen. Genau das wurde zu wenig gemacht. Und deshalb haben wir nennenswert an Profil verloren. Profil zurückgewinnen, nur wie? Der Parteichef will das in Regierungsverantwortung schaffen. Laschet rettet sich erstmal in die anstehenden Sondierungen. Christine Schweizer in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Ist das die Flucht nach vorne? Ja, das ist, man könnte schon sagen, wohl auch seine letzte und einzige Chance, Parteichef zu bleiben. Das wissen auch alle Beteiligten. Der Druck in den eigenen Reihen ist enorm. Die Kritik an ihm, am Wahlkampf, an der Wahlkampfführung, aber auch an seiner Person äußert sich ja immer wieder. Vor allen Dingen von der Basis und gerade eben in Ostdeutschland gibt es viel Frustration. Es kann auch eine Chance sein, weil es auch einige in den Reihen, eigenen Reihen gibt, die glauben, ja, man könne sich doch vielleicht auch noch in eine Regierung retten und die Vorstellung, in der Opposition zu sitzen mit AfD und Linkspartei, schmerzt doch viele. Aber welchen Preis müsste Armin Laschet dafür zahlen? Ja, er müsste sicherlich FDP und Grünen einiges anbieten und darin liegt sein zweites Problem, denn auch da haben die Kritiker in seinen eigenen Reihen schon davor gewarnt, das Tafelsilber nicht einfach zu verscherbeln und rote Linien eingezogen. Also die Partei steckt tatsächlich in einem Dilemma, will man regieren und um welchen Preis und kann man das überhaupt noch? Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, jetzt lieber ehrliche Erneuerung in der Opposition. Christine, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin. Im zweiten Anlauf, am zweiten Tag hat es dann geklappt. Die ehemals größte Oppositionsfraktion im Bundestag, die AfD, hat eine neue Fraktionsspitze gewählt. Und dabei kam es nicht nur auf die Personen an, sondern auch auf die Anzahl. Denn nicht wenige AfD-Abgeordnete wollten ein Ende des bisherigen Modells der Doppelspitze. Letztlich setzten sich aber doch die Befürworter durch, übrigens auch gegen den Willen von Parteichef Jörg Meuthen.
Und so führen jetzt der andere Parteichef Tino Chrupalla und die bisherige Co-Fraktionschefin Alice Weidel die AfD-Abgeordneten an. Eine richtungsweisende Entscheidung für den weiteren Kurs der Partei? Sarah Frühauf. Geschlossenheit. Dieses Signal will die neu gewählte AfD-Fraktionsspitze nach außen senden. Aber die eigenen Abgeordneten durchkreuzen diese Pläne. Der eine will ein Interview geben, der andere unterbricht. Das stimmt einfach nicht. Der Kollege stört Sie, oder? Ja. Der Streit geht um die Wahl von Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die fand nicht einzeln, sondern im Doppelpack statt. Der ist natürlich ein gewisser Schutz für manche Kandidaten, aber das ist kein ehrliches Ergebnis dann. Gemeint ist Weidel, Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf und in der vergangenen Legislatur bereits eine von zwei Fraktionsvorsitzenden. Über ihre erneute Kandidatur hätten einige gern einzeln abgestimmt, denn ihr wird hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, sich zu wenig für die Partei zu engagieren. Die Partei auch in dieser Frage gespalten. Vor der Wahl der Fraktionsvorsitzenden stand die grundsätzliche Abstimmung über Tandem- oder Einzellösung. Am Ende gab es die Zweierlösung. Das ist ein Riesenerfolg. Die waren im Wahlkampf spitze und die sind heute auch mit überwältigender Mehrheit hier gewählt worden. Das Ergebnis: 50 Stimmen für, 25 gegen das Team. Wer mit wem kann oder nicht und warum, da geht es nicht nur um Politisches, sondern auch um Zwischenmenschliches. Wir haben grundsätzlich in unserer Partei diskussionsfreudige Mitglieder. Das hat sich auch bei unseren Abgeordneten niedergeschlagen. Immer wieder diskutiert in der Partei auch das Thema Ämterhäufung. Doch nun ist Chrupalla gleichzeitig Partei- und Fraktionsvorsitzender mit großen Zielen. Wir wollen eine Vision entwickeln, sodass wir auch 2025 koalitionsfähig bzw. auch in der Lage sind, bei Koalitionsgesprächen mit dabei zu sein. Eine neue Rolle hat auch der bisherige Fraktionsvorsitzende Gauland. Er ist nun Ehrenvorsitzender. Auch diese Wahl umstritten. Aber wie sollte es anders sein in der AfD? Die AfD nach dieser Bundestagswahl. Dazu die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Martin Schmidt vom Südwestrundfunk. Wer denkt, die AfD bietet eine Alternative, der irrt. Das kann sie gar nicht, auch weil die Partei viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Streit auf allen Ebenen. Die Bundessprecher sprechen nicht mehr miteinander, widersprechen sich sogar, bekämpfen sich. Auch die neue Fraktion, kaum angetreten, zutiefst zerstritten. Heute scheitert der Aufstand gegen die alte und neue Chefin Alice Weidel. Die Frontlinien aber bleiben unübersichtlich. Weniger der große Flügelstreit, es geht um persönliche Befindlichkeiten, Geltungsdrang, Seilschaften. Was in der AfD gern Basisdemokratie heißt, bedeutet in Wirklichkeit jeder gegen jeden, aber vor allem für sich. Wer denkt, die AfD bietet eine Alternative, der irrt. Auch weil sie sich in der maximal-fundamental-Opposition eingerichtet hat. Einfach nur dagegen sein. Das mag bei der Migration funktioniert haben, sonst aber bei keinem anderen Thema. Die Mehrheit des Volkes, das die Partei so gerne vertreten würde, will nicht aus der EU austreten. Sie weiß, dass Corona gefährlich sein kann und zweifelt auch nicht am menschengemachten Klimawandel. Gegen wissenschaftliche Fakten Wahlkämpfe gewinnen, das wird der AfD nicht gelingen. Aber das Problem der Partei ist grundsätzlicher. Sie weiß nicht, was sie sein will. Marktliberal oder sozialnational. Nur destruktiv oder auch mal konstruktiv. Rechtspopulistisch oder rechtsextrem. Wer denkt, diese AfD bietet eine Alternative, der irrt. Die Meinung von Martin Schmidt. Es ist jetzt 2,5 Monate her, da zerstörte die Flut auch große Teile von Altenburg, einem Ortsteil von Altenahr im nördlichen Rheinland-Pfalz. 4 Wochen später, Mitte August, da waren zwar die meisten Trümmer von den Straßen und Häusern beseitigt, doch der Ort war immer noch eine riesige Baustelle. Jetzt sind die Straßen zwar schlamm- und schuttfrei, doch allein die Baufahrzeuge und Container machen deutlich, von Normalität kann lange keine Rede sein. Und viele fragen sich, lohnt sich der Wiederaufbau überhaupt dort noch, wo das Hochwasser alles zerstörte? Genau diese Frage will eine Zukunftskonferenz beantworten, die heute Abend stattfand. Und bevor ich gleich mit der Bürgermeisterin von Altenahr, die bei dem Treffen dabei war, spreche, zeigt Axel John, wie schwierig der Neuaufbau in Insul ist, ein paar Kilometer südlich von Altenahr.
In einem Nachbarort ist Flutopfer Jürgen Nehring untergekommen. Sein eigenes Haus in Insul wurde zerstört. Er und seine Freundin konnten sich gerade noch retten. Ihr gesamtes Hab und Gut ist verloren. Eine gute Freundin von uns hat uns hier aufgenommen und wir können hier vorübergehend wohnen. Aber grundsätzlich möchten wir so schnell wie möglich zurück nach Insul, dort ein neues Haus bauen und wieder in unserer Heimat sein. Der Immobilienmakler fährt oft nach Insul, wo früher sein Traumhaus stand, ist jetzt eine Brache. Das Gebäude musste abgerissen werden, Nehring bangt und hofft seit Wochen. Noch weiß er nicht, ob hier im Ortskern wegen der neuen Auflagen zum Hochwasserschutz neu gebaut werden darf. Am Anfang war ich recht optimistisch, aber umso länger sich das zieht, umso mehr verliere ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir überhaupt noch mal eine Baugenehmigung hier bekommen. Und das wäre unser nächstes Problem. Wir würden gerne hier im Dorf bleiben, aber es gibt keine freien Baugrundstücke. Eventuell entsteht hier noch mal ein neues Neubaugebiet mit 11 Grundstücken, hängt aber auch noch so in den Saalen, ist auch noch nicht bestätigt worden. Und falls das auch nicht zustande kommt, müssten wir das Dorf verlassen. Am Abend ein paar Ortschaften weiter in Grafschaft, der Moment der Entscheidung. Die Landesregierung gibt bekannt, wo im Flutgebiet wieder aufgebaut werden darf. Nur 34 Gebäude liegen in der Gefahrenzone, dürfen nicht wieder errichtet werden. Das von Jürgen Nehring ist nicht mit dabei. Er und viele andere dürfen ihre Häuser unter Auflagen wieder aufbauen. Ganz anders sieht es bei ihm aus. Auch Walter Krahe hat fast alles verloren. Sein Haus in Insul stand direkt an der Ahr. Was die Wassermassen nicht zerstört hatten, beseitigte dann der Abrissbagger. Der Rentner zeigt Fotos, wie es hier bis vor kurzem aussah und nie wieder sein wird. Die Landesregierung hat Krahe schon vor Tagen informiert. Er darf sein Haus hier nicht wieder aufbauen. Und das will er auch nicht mehr. Ich wäre verantwortungslos, wenn ich an dieser Stelle wieder bauen wollte. Wie müsste ein Stelzenbunker aussehen, damit man da so eine Flut noch mal überlebt für meine Kinder? Und das tut mir wirklich weh. Sie haben ihr Elternhaus verloren, wo sie irgendwann, was sie irgendwann übernehmen wollten. Das ist wirklich schmerzlich. Nach viel Ärger mit seiner Versicherung soll Walter Krahe bald sein Geld für das Haus bekommen. Aber das Grundstück war wenig wert, das erschwert die Suche. Denn neues Bauland ist teuer. Aber Walter Krahe will weg, dahin, wo kein Wasser ist. Das ist eine Lehre. Die A hat sich das zurückgenommen, was verrückterweise irgendwann mal zugebaut wurde. Wo kämen wir hin, wenn wir jetzt nicht dem Fluss dabei helfen würden, dass er so eine Katastrophe nicht noch mal anrichten kann? Nach der heutigen Entscheidung der Landesregierung setzen viele wieder auf eine Zukunft im Ahrtal. Walter Krahe aber hat diese Hoffnung verloren. Und genau darüber habe ich kurz vor der Sendung mit einer Frau gesprochen, mit der wir seit der Flutkatastrophe immer wieder in Kontakt waren hier in den Tagesthemen. Zuletzt in einem Interview Anfang August. Der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand. Guten Abend, Frau Weigand. Guten Abend, Herr Zamparoni. Seit unserem letzten Gespräch Anfang August, wie ist es Ihnen seitdem ergangen? Es hat einiges an Fortschritten gegeben. Es liegen viele schwere Wochen für uns alle hinter uns. Es ist einiges aufgeräumt. Viele Häuser sind entkernt und die großen Fragen kommen jetzt in den Vordergrund. Und seit Montag können Anträge zum Wiederaufbau gestellt werden. Viele Fragen, die jetzt offen sind und die an Erklärung bedürfen. Und heute ist uns, sind uns die neuen Hochwasserlinien mitgeteilt worden, also der Überschwemmungsbereich, für den es besondere Vorgaben gibt zum Bauen. Sie sagen es, hinter Ihnen sehen wir ja auch noch, diese Konferenz ist gerade zu Ende gegangen. Was genau ist da rausgekommen bei diesen neuen Richtlinien? Es ist unter anderem rausgekommen, eben diese sogenannte neue HQ-100-Linie, wobei das alles eine vorläufige Sicherstellung ist. Es gibt Flächen besonders gefährdeter Zonen, wo auch nicht wieder aufgebaut werden darf von den Leuten. Es gibt viele Fragen, es gibt erste Initiativen für ein übergreifendes Hochwasserschutzkonzept, aber wir haben auf konkrete Nachfrage gehört, dass NRW hoffentlich mit ins Boot kommt, aber noch gar nicht im Boot ist. Also wir sind auf einem Weg, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Also der Marathon hat erst gestartet.
Und was haben die Menschen gesagt, die quasi erfahren haben, dass sie nicht mehr dort aufbauen können, wo sie gelebt haben, die jetzt quasi erst Flutopfer wurden und sich jetzt ja, wie enteignet fühlen müssen? Ich glaube, jeder fühlt sich da etwas anders. Das betrifft aber an der Stelle die Menschen, wo mehrheitlich die Häuser schon zerstört sind, weil sie entweder in der Flut zusammengebrochen sind oder auch nicht mehr standfest sind. An die wenigsten dieser Häuser stehen tatsächlich noch. Und das ist eine so gefährdete Zone, dass viele dort auch nach dieser Nacht nicht wieder aufbauen möchten, sondern lieber Hilfe bei einer Alternative hätten. Gibt es die denn? Da ist besondere Hilfe durch das Land zugesagt, aber ich glaube, aktuell ist das noch nicht greifbar. Wir brauchen dafür neue Wohngebiete, die auszuweisen sind. Und das ist bei uns sowohl von der Topografie her als auch vom Schutz nicht einfach. Da wird noch einiges geregelt werden müssen in den nächsten, nicht nur Wochen, sondern Monaten und wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren. Nun hat ein Wissenschaftler der Uni Bonn kürzlich festgestellt, wenn man wirklich Hochwasserschäden verhindern wolle, dann dürfte man, Zitat, eigentlich den gesamten Talboden im Altar nicht bebauen. Was folgt denn daraus für den Wiederaufbau? Müssen also alle quasi auf die Hügel rauf? Ich glaube, so ist es zum Glück nicht. Es gibt immer ein Restrisiko und dafür braucht es wahrscheinlich dann noch Evakuierungspläne. Aber es sollte natürlich Maßnahmen geben, einen guten Hochwasserschutz, der es ermöglicht, mit einem Risiko bei normaleren Hochwässern dort noch vernünftig leben zu können. Und das ist eine Abwägung, die jeder noch mal einzeln treffen muss und wo wir uns als Gesellschaft auch überlegen müssen, wie geht es weiter, weil andere Flusstäler sehen ja so aus wie bei uns. Und wir wollen ja nicht überall nur komplett auf die Hügel, dann würde uns auch da der Wohnraum fehlen. Also wir müssen eigentlich lernen, mit diesem Risiko besser umgehen zu können, das bis zum gewissen Maß besser steuern zu lernen auch. Und in welcher Verfassung befinden sich die Menschen in ihrer Gemeinde? Überwiegt da so ein bisschen der Optimismus, okay, jetzt geht's voran, wir kommen weiter? Oder ist das eher immer noch der Schock dieser Katastrophe? Es ist wahrscheinlich immer noch eine Mischung aus beidem. Und den einzelnen Menschen, die sind in unterschiedlichen Zuständen und unterschiedlichen Tagesverfassungen. Aber mehr und mehr kommt auch dieses, ja, wir wollen das miteinander schaffen, wir wollen 2030 möglich machen, die Zukunft einläuten und wieder aufbauen und hier wieder gut zusammenleben können. Natürlich mit mehr Sicherheit und vielleicht auch noch mal schöner, moderner und besser, als das vor der Flut der Fall war. Sie hatten ja vor unserem letzten Gespräch einen Brandbrief mit veröffentlicht, in dem Sie unter anderem vieles gefordert haben, einen Sonderbeauftragten. Den hat es bis heute noch nicht gegeben. Aber haben Sie denn den Eindruck, Ihr Brief hat etwas gebracht? Es sind mit Sicherheit nicht alle Punkte hinreichend adressiert worden, aber das eine oder andere ist auf den Weg gekommen. Und bei manchen Sachen sind wir auf einem sehr guten Weg, bei anderen sind wir vielleicht noch am Anfang der Diskussion. Aber der Wille, miteinander zu reden und zu gestalten und sich der Themen anzunehmen, der ist schon erkennbar. Wir haben jetzt auch zum Beispiel heute gehört, ein Thema auch, dass die Traumatisierung aufgegriffen werden kann. Da überlegt man nun schon bei einer Institution hier aus dem Tal, dort ein Traumazentrum auch anzugliedern, dass tatsächlich der Hochwasserschutz für das ganze A-Einzugsgebiet gedacht und gerechnet werden soll und auch umgesetzt werden soll. Auch das ist heute hier gesagt worden. Wir haben die Unterstützung auch der Nichtversicherten, was immer noch ein großes Thema ist. Und da versucht auch das Land Rheinland-Pfalz, sein Gewicht mit in die Waagschale zu legen, ist eine Elementarschädenversicherung als Pflichtversicherung für alle, die ein Haus besitzen. Das wäre auch noch mal eine große Hilfe für die Zukunft, um da mehr Sicherheit reinzubringen. Sagt die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, Frau Weigand. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Herr Zamperoni. Ein eherner Grundsatz unseres Rechtsstaats lautet, Mord verjährt nicht. Aber, was dabei nicht übersehen werden darf, Beihilfe zum Mord auch nicht. Und so sollte heute einer der möglicherweise letzten NS-Prozesse am Landgericht Itzehoe beginnen, gegen eine ehemalige Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Sie soll den Lagerverantwortlichen als Schreibkraft zwischen 1943 und 1945 bei der systematischen Tötung von mehr als 11.000 Gefangenen geholfen haben. Doch dann konnte der Prozess nicht wie geplant losgehen, denn die Angeklagte fehlte und war auch nicht mehr in ihrem Seniorenheim aufzufinden.
Erst nach einigen Stunden konnte die Polizei ihren Fluchtversuch beenden und die 96-Jährige festnehmen. Einzelheiten von Corinna Belo. Großer Andrang heute Morgen vor einem leerstehenden Logistikzentrum in Itzehoe. Das Landgericht zu klein. Deshalb soll hier der Prozess gegen Irmgard F. mit der Anklageverlesung beginnen. Aber sie ist nicht gekommen. Die Angeklagte hat sich heute Morgen, am frühen Morgen, von ihrem Wohnsitz aus in einem Taxi an einen unbekannten Ort begeben. Aufgrund dieser Flucht hat die Kammer einen Haftbefehl erlassen. 2017 hatte sie zum ersten Mal Besuch von der Staatsanwaltschaft. Damals sagte sie, sie habe nichts von dem Massenmord im KZ Stutthof gewusst. Erst in der vergangenen Woche hatte sie dem Richter in einem Brief angekündigt, dass sie zum Prozess nicht erscheinen wird. Als Polizisten sie heute Morgen im Pflegeheim in Quickborn abholen wollten, war sie nicht mehr da. Irmgard F., hier 18 oder 19 Jahre alt, Stenotypistin und Schreibkraft im KZ Stutthof bei Danzig. Zwischen Juni 1943 und April 1945 arbeitet sie in der Kommandantur. Über ihren Tisch gehen vermutlich auch Deportationslisten und Exekutionsbefehle. Zwischen 1939 und 1945 sind hier 110.000 Menschen eingepfercht. 65.000 überleben die schlimmen Lagerbedingungen nicht. Wir legen ihr in über 10.000 Fällen Beihilfe zum Mord und in weiteren Fällen Beihilfe zum versuchten Mord zur Last. Sie soll in ihrer Funktion als Sekretärin in dem KZ den Verantwortlichen des Lagers Hilfe geleistet haben bei der systematischen Tötung von Gefangenen. Bei diesen Gefangenen handelte es sich um jüdische Gefangene, es handelte sich um polnische Partisanen und um sowjetrussische Kriegsgefangene. Sie vertreten einige der mehr als 30 Nebenkläger im Prozess gegen die 96-Jährige. Die Flucht für sie entlarvend. Die Angeklagte ist clever, sie ist verhandlungsfähig und entscheidungsfähig. Das heißt also, sie wird sich dem Prozess jetzt leichter zu stellen haben, denn wer eine solche Flucht organisiert, ist eigentlich, wenn man es salopp ausdrücken wird, ganz gut drauf. Der Fall Irmgard F. ist von besonderer Bedeutung, weil zum ersten Mal eine Sekretärin der NS-Vernichtungsmaschinerie angeklagt ist. In der zentralen Ermittlungsstelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg sammeln Thomas Will und sein Team noch heute Material zu NS-Täterinnen und Tätern. Erst seit 10 Jahren ermitteln sie auch gegen sogenanntes einfaches Personal. Wir haben durch das Urteil gegen Oskar Gröning, einem Wachmann im Konzentrationslager Auschwitz, eine Rechtsprechung, die vom BGH gebilligt worden ist, dass die allgemeine Dienstausübung in einem Konzentrationslager, in dem systematische Tötungen erkennbar stattgefunden haben, Beihilfe zum Mord, zum vielfachen Mord sein kann. Am frühen Nachmittag wurde Irmgard F. an einer Straße in Norderstedt bei Hamburg von der Polizei gefasst und nach Itzehoe gebracht. Hier führten die Polizisten sie dem Haftrichter vor. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Am 19. Oktober wird der Prozess fortgesetzt. Bei Autobauern dürfte das Band derzeit eigentlich nicht stillstehen. Die Nachfrage ist groß, doch in den Werken wird die Produktion heruntergefahren. Bei Opel in Eisenach gar für die nächste Zeit erstmal ganz eingestellt. Der Grund, es gibt kaum noch Computerchips. Und ohne diese Spezialbausteine lassen sich heute Autos nicht mehr bauen. Schon gar keine E-Autos mit ihrer besonders komplexen Steuerungselektronik. Der Mangel hat mehrere Ursachen. Eine davon ist, dass Corona-bedingt die Lieferketten ins Stocken geraten sind. Eine andere, dass manche Firmen Chips im großen Stil hamstern. Eine düstere Prognose für die Autobauer, eine teure für alle, die jetzt Autos kaufen wollen. Susanne Mienert und Peter Gerhardt. Eine kleine Macke. Macht nix, sagt Majid Saad. Dieses Luxusmodell wird der Autohändler aus Frankfurt am Main wohl trotzdem relativ leicht los. Und das vermutlich für einen höheren Preis, als er noch vor ein paar Monaten erzielt hätte. 3% wurden Gebrauchtwagen im letzten Monat im Schnitt teurer. Viele Kunden suchen derzeit händeringend einen jungen Gebrauchten. Die meisten, die kommen, die wollten schon Neuwagen kaufen, aber die sehen 6 Monate bis ein Jahr. Selbstverständlich können die nicht warten. Was machen die? Die nehmen ein Auto vorübergehend. Des einen freut, der anderen leid. 1.300 Mitarbeiter hat Opel in Eisenach heute in Kurzarbeit null geschickt. 3 Monate lang Produktionsstopp.
weil der Konzern nicht genügend Mikrochips bekommt, die in jedem Auto die Elektronik regeln. In der Belegschaft geht die Angst um. Muss hier irgendwie weitergehen und 3 Monate, das ist ganz schön viel. Schwieriges Thema, weil das macht ein bisschen Angst vor der Zukunft. Die Opel-Chefs versuchen zu beruhigen. Falls es nächstes Jahr genügend Chips gäbe, werde die Produktion wieder anlaufen. Die IG Metall fürchtet dagegen, der französische Mutterkonzern nutze die Krise für eine komplette Produktionsverlagerung des Modells Grandland nach Frankreich und kritisiert die heutige Entscheidung. Und wir können das einfach nicht akzeptieren, dass ohne Gespräche mit dem Betriebsrat, ohne Gespräche mit dem Sozialpartner über Nacht so eine Entscheidung vom Zaun gebrochen wird. Das ist unerträglich, was hier passiert. Auch andere Hersteller leiden unter dem Chipmangel. VW etwa fährt die Golfproduktion in Wolfsburg bis Mitte Oktober drastisch herunter. Der Autoindustrie entgehen weltweit mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz. Es gibt viele Gründe für die Halbleiterkrise. Produktionsengpässe in China etwa wegen Strommangel, zu wenig Transportkapazitäten. Doch Experten sagen, die Autoindustrie sei auch selbst schuld, dass sie nicht genügend Mikrochips bekomme. Durch die Corona-Pandemie hat die Automobilindustrie in 2020 zu spät Chips nachbestellt, zu einem Zeitpunkt, als der gesamte Markt, das heißt der gesamte Halbleitermarkt, schon ausgelastet war, die gestiegene Nachfrage im IT-Bereich durch Homeschooling, Homeoffice, jeder brauchte einen Laptop, jeder brauchte ein Tablet, diese Nachfrage zu decken. Der Frankfurter Autohändler sucht derzeit dringend weitere Gebrauchtwagen. Denn die Produktionsschwierigkeiten bei Neufahrzeugen werden wohl noch ein paar Monate anhalten, meint er. Selbstverständlich freut uns, weil die Alternative sind wir als Gebrauchtwagenhändler. Die Kunden müssen auch bei ihm allerdings tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur dort, an der Tankstelle, im Lebensmittelladen oder im Baumarkt, die Preise steigen weiter. Das hat inzwischen wohl jeder bemerkt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Julia Niharika-Senn. Ja, die Teuerungsrate stieg im September im Vergleich zum Vormonat um 4,1% und war damit so hoch wie seit knapp 28 Jahren nicht mehr. Dazu Markus Görne aus der Frankfurter Börse. Ob Energie oder Produktionsteile, Deutschland hängt am Tropf anderer Länder und muss vieles teuer einführen. Letztmals stiegen die Preise für Importgüter wie Öl und Gas 1981 so stark an. Vor allem die Kosten für Energieträger wie Öl, Gas und Strom treiben die Inflation immer weiter. Im Mai stieg die Teuerung über die von der Europäischen Zentralbank gewünschten 2% auf inzwischen 4,1% an. Steigende Preise bringen Kaufkraftverluste und lassen auch den Wert von Erspartem schmelzen. Nullzinsen und hohe Inflation helfen vor allem dem Staat, der sich billig Geld besorgen kann und einen Teil seiner Schulden über die Inflation abträgt. Und natürlich auch allen anderen, die sich Geld leihen. Am Arbeitsmarkt macht sich eine kräftige Herbstbelebung bemerkbar. Die Erwerbslosigkeit sank im laufenden Monat stärker als in den Vorjahren trotz der Corona-Krise. Arbeitsminister Heil sprach von einer insgesamt vielversprechenden Tendenz. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im September 2.465.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 114.000 weniger als im August und 382.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 5,4%. Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die Strafe darf er in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests absitzen. Laut Gericht hat Sarkozy bewusst darauf verzichtet, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Sein Wahlkampf im Jahr 2012 soll mehr als 40 Millionen Euro gekostet haben. Knapp doppelt so viel wie erlaubt. Bereits im März war Sarkozy wegen Bestechung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Verteidigung kündigte Berufung an. Nach fast 6-jähriger Generalüberholung hat die deutsche Marine ihr Segelschulschiff Gorch Fock zurück. Die Bremer Lürssenwerft, die die letzten 2 Jahre an dem Großsegler gebaut hatte, übergab den Dreimaster in Wilhelmshaven. Die Instandsetzung des Schulschiffes hatte Ende 2015 begonnen. Die geplanten Kosten von 10 Millionen Euro wurden schnell überschritten. Am Ende kostete die Sanierung 135 Millionen Euro. Am Montag soll die Gorch Fock in Kiel eintreffen. Das hier ist kein besonderes Kunststück eines Seepferdchens, sondern es zeigt vor allem, wie sehr wir Menschen mit künstlichen Produkten die Meere vermüllen.
So ein Wattestäbchen, das treibt jahrzehntelang durchs Wasser, ehe es dann irgendwann abgebaut wird. Das Bild ist eines von fast 200, das im Gasometer in Oberhausen ab morgen die Zerbrechlichkeit des Paradieses zeigt. So der Titel der Ausstellung über unsere Erde. Eine Schau, die in beeindruckenden Naturfotos aber auch die Schönheiten des Planeten präsentiert, wie eine Mahnung, was uns verloren gehen kann. Ingrid Bertram mit einer Vorschau. Mal offenbaren sie Witz, mal eine Überraschung. Wer beherrscht hier wen? Das Handy, das Äffchen oder doch umgekehrt? Die Fotos im Gasometer in Oberhausen zeigen Schönheit und Verletzlichkeit unserer Erde. Jedes Bild erzählt eine kleine Geschichte. Das Murmeltier, das gerade wohl seinen letzten Moment erlebt. Oder Trophäenjäger aus Texas, schamlose Ausrottung im Kolonialstil. Aber auch das, Helfer aus Borneo bringen Orang-Utan-Weisen in die Dschungelschule, damit sie das Leben in der Wildnis erlernen. Es kam uns darauf an, dass das Bild einerseits außergewöhnlich ist, auch von außergewöhnlicher Qualität ist und auch wieder emotional berührt. Also entweder ist man begeistert von dieser schönen Landschaft, die man tatsächlich sieht, oder man ist berührt, wenn ich auf den Eisbär stoße, der tatsächlich Hunger leidet und dann wankend durch die Gegend läuft. Aus der Ferne betrachtet scheint die Erde so vollkommen. Mit 20 Metern Durchmesser hängt sie im Turm des Gasometers und wechselt in den Jahreszeiten von Winter zu Sommer, von Nacht zu Tag. Projiziert wird das Ganze auf einen aufgeblasenen Ballonstoff, der im 100 Meter hohen Turm hängt. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat dafür eigens aus Datensätzen von Satelliten der vergangenen Jahre die Projektionen erstellt. Wir sehen die Erde hier, wie sie kein Astronaut zu sehen bekommt. Das heißt, wir zeigen eigentlich die Komplexität des Ökosystems Erde. Wir können mit unseren Satelliten können wir Meeresströmungen sichtbar machen, wir können Windströmungen sichtbar machen. Und das alles kann man hier im Gasometer an der Erde erleben. Spuren der Bewegung. Wie ein feines Netz spinnen sich Fluglinien und Schiffe rund um den Erdball. Der Mensch beherrscht den Planeten. Aus nackten Datensätzen werden überwältigende Wolkenbilder und Windströmungen. Wissenschaft, die Betrachter berühren will. Wissenschaft muss emotionaler werden, um durch den Wahrnehmungsfilter der Betrachter durchzudringen. Wir sind so viel bildlichen Botschaften, so viel Werbebotschaften ausgesetzt, dass wenn wir als Wissenschaft wahrgenommen werden wollen, dann brauchen wir Emotionen, um wirklich gesehen zu werden, weil ansonsten sind wir nicht relevant. Die Ausstellungsmacher wollen nicht belehren, aber trotzdem ist es hier nicht zu übersehen. Das Paradies ist zerbrechlich. Das zerbrechliche Paradies bis zum 22. Dezember im Gasometer in Oberhausen. Und welches Bild morgen der Himmel abgibt, das verrät uns jetzt Sven Plöger. Ja, Ingo, ein unterschiedliches, weil wir nach Süden und auch nach Osten relativ viel Sonnenschein erleben werden. Weiter nach Westen kommt dann später das nächste Frontensystem, bringt dann neuen Regen. Und im Norden ist sowieso im Moment alles viel unruhiger. Aber warum rede ich lang? Wir gucken uns das Ganze auch erstmal an. Und zwar hier mit dem Satellitenfilm. Hier ist Deutschland. Und hier sehen Sie dieses Tiefdrucksystem mit seinem Gewölk in unsere Richtung vorankommen. Und weil das Ganze jetzt doch noch eine gewisse Strukturlosigkeit hat, haben wir mal die berühmten Fronten drüber gelegt. Hier ist das Tief mit seinem Kern südlich von Island. Das hier, das ist die Okklusions- oder Mischfront, wo die Kalt die vorlaufende Warmfront schon eingeholt hat. Hier trennt sich das. Die Warmfront reicht dann runter bis in den Norden Deutschlands. Und die Kaltfront ist derzeit über den britischen Inseln. Und wir haben im Zusammenhang mit dieser Warmfront im Moment zum einen Regen im Norden, zeige ich Ihnen gleich noch. Und zweitens viel Wind. Auf Helgoland 87 Kilometer pro Stunde, das kennt man da natürlich. Auf Sylt heute Morgen 122, eine Orkanböe. Und jetzt in der zweiten Nachthälfte gegen morgen früh wird der Wind auch wieder ein bisschen intensiver. Und jetzt sieht man hier nochmal, das ist der Regen der Warmfront, nördliches Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Da fällt er zeitweise. Und wenn wir dann in die Vorschau hineingucken, also in unseren Wetterfilm, dann sehen Sie hier im Norden zum einen den Windsack, zum zweiten diese Niederschlagsfelder, die sich aber nach Süden schnell auflösen. Und dann ist es auch oft klar. Und wenn man dann im weiteren Tagesverlauf schaut, formiert sich hier allmählich die Kaltfront, drum im Westen mehr Wolken als im Osten und Süden. Und die Temperaturen verhalten sich entsprechend. Die Nächte sind jetzt länger, werden deutlich kälter, wenn kaum Wolken da sind.
Morgen früh 3 bis 8 Grad. Höhere Täler 0 oder sogar mal drunter, unter den Wolken 10 bis 13. Morgen Nachmittag für die meisten 17 bis 22, Richtung Markgräflerland im Südwesten auch 24 Grad. Und die Aussichten am Samstag das Ganze quasi nochmal. Und am Sonntag mehr Regen im Westen, aber im Osten und Süden auch mehr Sonnenschein am föhnigen Alpenrand bis, Achtung, 26 Grad. Es ist Oktober. Irgendwie verwirrend. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy im Ersten und politischem Kabarett. Dieter Nuhr wartet da auf Sie. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.